Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic bei der planetaren Katastrophe. Echt? Ja, ich habe auch ganz gekonnt einfach ignoriert, dass du dazwischen gesprochen hast. Man hat mal kurz gemerkt, wie du kurz gestoppt hast. Ja, das habe ich mir recht schnell überlegt. Lieber laberst du einfach weiter, war wahrscheinlich nicht wichtig. Ja, wir haben Ende letzter Folge festgestellt, dass ich doch nochmal nach Tatooine darf. Wir haben ja da schon gesehen, dass da irgendwas für den Soldaten nochmal ist. Und ja, das machen wir jetzt mal. Damit wir Natürlich. wissen, womit es in unserer Klassenphase weitergeht. Wir werden jetzt einfach den Planeten in die Luft sprengen, dann gibt es ja keine Klassenphasen mehr. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil neuerdings Abonnenten ja 12,36-fache EP bekommen und dann eh alles egal ist. Ich weiß nicht, wie sich das ausgeht. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, Leute bei uns in der. Bei den regelmäßigen Zuschauern, Zwinker, die ein Abo Winker. haben, ja, die können vielleicht ja mal in die Kommentare schreiben, ob sich das denn ausgeht, ohne Probleme, dass man nur die Klassenphasen macht und im Endeffekt dann ohne weitere Quests trotzdem ohne Probleme aufsteigt und den Planeten hinter sich bringen kann. Würde mich mal interessieren. Ui. Ja, ist Wir heute sind schon jetzt in der etwas später. Uhrzeit. Ja, es ist 1 Uhr. Es war so die Überlegung am Ende des Tages. Man hatte irgendwie schon den halben Tag gezockt. Irgendwie hätte Right. man noch Bock aufzunehmen. Lass uns mal noch aufnehmen. Ja, komm, wir nehmen noch mal auf. Yay! Ja. Nee. Wir haben momentan bei einer Folge Probleme, deshalb stockte es für euch vor ein paar Tagen ein wenig mit dem Releasen. Ja, Irma es. wollte nicht so wie wir. Genau, wir hatten auf der Justice das Captain, wie Problem. schön euch zu sehen. Okay, ich habe eine Es war eine Quersequenz, große sorry. Erleichterung zu hören, dass der Chaos-Trupp es auch diesmal geschafft hat. Und übrigens, Glückwunsch zur Beförderung. Wie fühlt es sich an, so groß und wichtig zu sein? Als Captain kann ich mehr für die Republik tun. Das ist das Einzige, was zählt. Na, wenn ihr mal an der Spitze der Republik steht, könnt ihr mich gerne an einen gemütlichen Ort versetzen. Ihr wisst also, dass ihr einen Undercover-Agenten evakuiert, der Geheimdaten über die neue Superwaffe des Imperiums, Codename Faust, hat. Der Name des Agenten ist Prelon Garn. Er hat seine Aufgabe erledigt. Der Transporter, auf dem er sich befindet, musste gerade unter mysteriösen Umständen in der Wüste notlanden. Ich finde die Landestelle und hole unseren Mann so schnell es geht raus. Garn flog auf einem imperialen Truppentransporter mit, rechnet also bei der Annäherung mit hohem Sicherheitsaufkommen. Holt den Agenten raus, vergewissert euch, dass das Umfeld sicher ist und kehrt dann zurück. Viel Glück. Gut. Und nochmal zurück zu dem, was ich vorhin sagen wollte. Stillhalten! Bei einer Folge auf der Justice wird halt die ganze Zeit im Hintergrund eine Star Wars eigene Musik Ich gespielt. helfe. Und da wir es in ein paar Sekunden, die sehr charakteristisch waren vom Klang, versäumt haben zu moderieren, ist der GEMA aufgefallen, oder in dem Fall Sony Music Entertainment, dass wir ihre Musik verwenden. Und ja, das Video wurde gesperrt. Ich habe das schon mal Die versucht. Audiospur wurde nur rausgenommen. Ja, oder Das die ist total Audiospur sinnvoll in einem Let's Play. ist weg gewesen auf jeden Fall. Ich habe schon mal versucht, das Ganze neu zu rendern. Allerdings ist dann wieder das gleiche Lied an einer anderen Stelle nochmal aufgefallen. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, ein drittes Mal zu machen. Wenn das nicht der Fall ist, werdet ihr wahrscheinlich gemerkt haben, ob es geklappt hat oder nicht. Ob die Folge 118, glaube ich, fehlt. Oder 119. Ja. Willkommen. Bitte Das ist auch wählen Sie schön. Ich einen der rede Zugnahmen in nach Folge vorne. 122 darüber, ob 100 Folge 119 existiert oder nicht. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Ja, was Aufenthalt. Weißt du soll's? es noch nicht? Ja, ich weiß es jetzt noch nicht. Ich suche gerade irgendwas zu trinken. Ich habe aber nichts in meiner Nähe. Nee. Nee, nee. Doof. Weißt du was, Markus? Hör mal. Das tangiert mich sehr peripher. Oh, war das schön. Ja, du musst jetzt nicht gleich einen Trinkorgasmus bekommen, ne? Oh, doch. Abschütteln und weiter geht's. Ach Gott, Wo sollt denn Alter. ihr hin, du Minderheitenbericht? Da, wo wir letzte Mal schon waren, wie ich gerade feststelle. Fragen Sie sich, warum habe ich ihn Minderheitenbericht genannt? Weil gerade eben noch mein Minority Report lief. Willkommen.
Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß denn die Station, wo ich jetzt gerade hinfliege? Ja, Asien? Nein, Außenposten Largona wahrscheinlich. Largona, oh. Der unten rechts, oder der rechte. Unten rechts ist Largona. Ich mach Geräusche, damit die GEMA nicht irgendwas trackt. Das ist so zum Kotzen, das ist das Problem mit Star Wars. Star Wars, wollte ich gerade Star sagen. Star Wars! Ich habe mich viel zu sehr über die Aussprache mancher Leute im Englischen lustig gemacht. Dann bleibt man manchmal drauf hängen. Star Wars! Star Wars! Ja, yeah, was wollte ich denn sagen? Toll. Weiß ich auch nicht. Mann! Warum ging es? Ach nee, genau. Das Star Wars Let's Play hat weniger Musik als mein The Force Unleashed, aber es wird gehittet. Ist klar. Ja, war halt charakteristisch sehr eindeutig, was da gerade lief. Ja. Bei mir doch auch. Vor allen Dingen, die erste Folge hat doch erstmal diese fette Schriftzug und alles. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hatten sie dann einmal Spaß. Wollten, ach komm, machen wir irgendwelchen Anfänger-Let's Playern mal das Leben schwer. Ha 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 ha. Wir sind naja. Die GEMA. Wir sind die GEMA. Wir gehen mal. Es ist immer wieder dasselbe. Mit Star Wars spielen ist es immer dasselbe. Ja, das ist unschön. Ich habe jetzt allerdings irgendwie die Angst, dass wir sitzen irgendwann im Gleiter und dann kommt Gleitersound 02 Wave. Von der GEMA gesperrt. Leck mich. Spätestens dann raste ich aus. Wer weiß, zu welchem unglaublichen... Sound so als Kampfschreie. Naja. Laserschwert Wusch 1.wav, ne? Wird gesperrt. Das ist ja echt behindert. Ich glaube es nicht. Passt so aus wie meine Phase. Naja, ist ja auch wieder ein interialer... Truppentransporter ist gestrandet. Warum hast du mal keine Sith? Ja, weil ich keine Sith habe. Ich habe imperiale Truppen. Hast du Angst, du wirst besiegt? Ja, nee. Nein, 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 nein. Das ist so ein Sith, wie ich vorbeikomme. Ja, ja, wahrscheinlich. Jungs, ich bin ja kein Sith, ich bin ein Jedi. Ich meinte vom Wertigkeit her. Weil die meisten Sith sind ja qualitativ minderwertig. So, ich mache jetzt mal rein vorsorglich die Musik ein bisschen leiser. Es war ja gerade schon wieder... ich habe das Bewegungstutorial geöffnet. Musiklautstärke, so. Damit sie nicht so deutlich ist. Ja, tut uns leid, Star Wars und Star Wars Musik ist schon ein bisschen bescheiden, aber was willst du machen? Die GEMA ist ja der beste Freund des deutschen Mannes oder Frau und ich schmeiß mir hier gerade meinen Tabak um. Was zum... Was denn? Da kommen auf einmal so eine ganze Einheit aus dem Raumschiff raus. Ja. Weiß ich nicht, die sind auf einmal rausgekommen aus dem Ding. Geht das wieder los, wo ich mich dann... Ist das die Folge mit dem Lendenschurz gewesen? Nein, das ist die davor, glücklicherweise. Oh, ich hab mich so tot gelacht. Die Folge, wo wir das Kapitel 1 der Soldaten-Storyline beenden, ist glücklicherweise nicht von diesem GEMA-Hit betroffen, sodass ihr echt schade gewesen. Da könnt ihr den Staubsauger von Haron Tavus immerhin sehen können. In voller Pracht. Das war irgendein Vibrationsstaubsauger. Ihr wenn die Folge habt ihr ja gesehen, da wisst ihr warum. Das ist auch schön, wir reden jetzt in der Zukunft über eine Folge, die in der Vergangenheit passiert. Also es ist irgendwie... Ja, wir haben halt die Macht. Was soll ich hier machen? Ich hänge befreie den Bereich von imperialer Verstärkung. Ah. Das könnte Verstärkung sein. Ja, ich glaube auch. Aber die ist nicht wirklich stark. Also Verstärkung würde ich nicht nennen. Ich würde es eher... Verschwächung? Verschwächung. Nee, Bekräftigung höchstens. Was macht denn der da? Ja, mit dem muss ich jetzt sprechen. Mit Prellon Garn. Stirb. Oder auch nicht. Ach, das tat gut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich beherrschen musste, diesen Abschaum nicht einfach umzubringen. Ja, ich würde gerne antworten oder irgendwas machen, aber ich sehe gar nichts gerade. Wie? Du sollst was drücken. Ich kann nicht.
Ich sehe nichts. Drück doch 1 oder 2 oder 3. Oh, Glück, jetzt ist das gerade reingeploppt. Ich habe irgendwas gedrückt in dem Moment und es war die richtige Antwort. Sinnvoll. Ich muss das Schiff präparieren, damit es explodiert, um alle Beweise meines Verschwindens zu vertuschen. Könnt ihr mir Deckung geben? An die Arbeit. Wir sorgen für eure Sicherheit. Vielen Dank. Du meinst eine Pistole? Ja, ich bin ein Revolverheld. Na, Dorn, siehst du was? Besiege die imperiale Verstärkung 0 von 1, 0 von 2. Ich mach das gerade absichtlich, falls es zu laut ist. Tut mir echt leid, das war so also Spaß. Obwohl, es macht jetzt auch mal Spaß. Aber es nervt mich, dass ich es machen muss wegen der GEMA. So genötigt. Ja, doch, da sind sie. Das hört sich so behindert an, ey. Wir müssen sie aber die GEMA gegen die GEMA vorgehen. Oh Mann. Mit den einfachsten Mitteln, die wir haben. Unsere Zünder scharf, es kann losgehen. Boah, scharf. Bom, bom, alles geht kaputt. Muss sein. Ja, natürlich. Ding nicht mehr. Wir müssen es zerstören! Ich wollte gerade irgendwas dazu sagen, weil da gerade auffällige Musik wieder war. Wow. Du musst die ganze Zeit reden ohne Unterbrechung, ja, ganz toll. Ja, mitten in der Nacht um 1 Uhr, sehr geil. Ey, diese dumme GEMA, ihr könnt ja mal schreiben, obwohl jeder weiß, was jeder kennt, die GEMA, und jeder hasst sie eigentlich. Ich wüsste nicht, wer sie gut findet. Es gibt, ich habe irgendwie einen Spruch gelesen von wegen, die GEMA sorgt dafür, dass wenige Musiker viel und viele Musiker wenig Geld haben. Ja, weil die dann meistens gar nicht die YouTube-Klicks, YouTube-Videos anklicken können. Ja, das YouTube ist nicht das mit dem Hauptargument. Nein, pass auf, das geht darum, dass sie dann überhaupt gar nicht dieses Lied sich anhören wollen, weil sie es irgendwie in der Vorschau oder so gehört haben, wo auch immer, ne? Und es ist einfach schon GEMA getrackt und weg. Tja. Also die nervt richtig ab, ohne Witz. Das verdirbt einem fast den Spaß. Och, ich habe die letzten Wochen aber immer recht gut Glück damit gehabt, dass die GEMA meine Videos noch Musik noch nicht getrackt hatte, die ich gehört habe. Ich wundere es bei mir, Alter, die sind ja wohl mehr als auffällig. Tja. Die Frage ist, ob auffällig oder. Ich weiß nicht, wo du hinfährst, aber. Ich habe hier irgendwas noch auf der Karte, wie mir auch, das ist eine alte H4. Du hast doch total viele alte Quests auf dem Planeten. Du hast auch noch die tägliche Quest wegen dem Rakul-Aufstand. Ja, bitte wählen Sie das ist überhaupt nicht lange her. Ich wünsche Ihnen einen sicheren... Nein, das war irgendwie Folge 70 oder so. Wir müssen aber auch mal ein Kinect-Let's Play machen. Nee, ich habe keine Xbox. Ich aber, kein Problem, ich lade dich ein. Achso, okay. Du nimmst auf und ich belustige mich im Hintergrund. Das ist ja wohl das Beste, was ich gesehen habe seit langem auf YouTube. Ich lache mich so kringelig jedes Mal. Ja, leider nur eine Folge pro Tag. Schade. Bestes Let's Play ever, trifft da mal durch zu so viel Lachen, muss ich doch nie. Man weiß mal echt nicht, worauf man sich konzentrieren soll. Soll ich jetzt auf das Display achten und auf das Spiel oder auf das Gehampel? Super. Was macht man? Der zieht im Flug die Waffe und steht auf. Von seinem Gleiter. Was zur Hölle? Ja, dachte ich so. Einstecken. Nein, ausziehen. Einstecken. Ja, der ist aufgestanden, hat die Waffe gezogen, hat sich hingesetzt, hatte die dann so in einer Hand irgendwie in der Luft. Nein, das ist nicht verbuggt, das ist alles völlig normal. Naja. Sah auf jeden Fall lustig aus.
Das Problem haben wir ja gerade nicht. Ist ja gerade hier kein... Safety first. Auf einmal geh mal getrackt wegen und ich stimmt euch nein. Das ist mein eigenes Recht. Das wäre bitter. Sehr also bitter. Bescheuert. Ich hasse die Geber, ich darf das ja öffentlich sagen. Ich habe meine eigene Meinung. Ich verabscheue sie. Widerliche Blutsauger. Das ist auch schon bitter, wenn dieser, der Verein hat, glaube ich, 9000 Mitglieder in ganz Deutschland, wenn ich mich nicht richtig verlesen habe. Schön, euch zu sehen. Hat die überhaupt Mitglieder? Ja. Euch zu sehen, Jonas. Euer Freund. Kann das jemand gutheißen, Scheiße? Das heißt dann wohl, dass ich euch 20 Credits schulde, oder? Das hat man davon, wenn man gegen die Besten... Check's einfach nicht. Es ist ja noch nicht mal was Gutes für die Künstler. Die meisten Künstler wissen die gar nicht, dass die überhaupt existieren. Das ist ja der Witz. Ja, kümmern wir uns lieber ums Geschäft. Die machen eigentlich nichts, außer irgendwelche Programme anscheinend irgendwo einschleusen und dann durchlaufen lassen. Und die sitzen rum und popeln sich ein weg, wie als wenn es Weihnachten wäre. Sie kann auf Schiffe feuern. Das nicht heißt, dass man unbedingt an Weihnachten popeln muss. Ich bin gerade in der Sequenz. Gehen mit nur einem Treffer in die Knie. Eine so mächtige Waffe könnte den Krieg ganz allein entscheiden. Wir müssen schnell handeln, um dieses Ding zu stoppen. Ich habe einen vollständigen Bericht parat. Sobald mich Jonas an ein Terminal bringt, übertrage ich die Daten an General Garza. Ihr solltet besser nach Coruscant zurückkehren, Captain. Bis ihr dort seid, wird Garza Prelons Bericht haben. Und ich bin sicher, sie will den Chaos-Trupp dabei haben. Ich mache mich sofort nach Coruscant auf. Passt auf euch auf, Captain. Jetzt darf ich wieder nach Coruscant reisen. Und wieder? Du musstest ja, nachdem du da in der Hülle in Tatooine warst, auch noch typen, oder? Typen, ja, das ging ein paar Sekunden. Dann wurde erstmal gequatscht. Dann wurde gesagt, hey, da ist gar kein Stein. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ach, genau, das wollte ich euch noch erzählen, während Markus gerade rumeiert. Weißt du, was wir jetzt tun werden, Markus? Wir suchen die Festung des Imperators. Aha, ich würde aber gerne erst nach Coruscant, um zu wissen, was ich zu tun habe. Ja, ich will es ja nur mal sagen, sodass die Leute sich auch was freuen können. Ja, das kommt dann in der nächsten Folge. Nee, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir es überhaupt gefunden haben. Ach so. Einfach ist das nicht. Dann habe ich das falsch verstanden. Wenn Mao und Co. wissen, wo das die blöde Festung ist, dann ist das nicht so einfach zu finden. Ja gut, dann werdet wir das ja sehen tun. Ganz unauffällig, gern. Ja, haben wir überhaupt nicht gehört. Nein. Kann gar nicht sein. Du bist schon auf Balmora. Dann schau ich mal, ob ich gleich auch nach Balmora darf. Willkommen im Orbit. Ja, zumindest in der Nähe von Balmora. Orbit ohne Zucker. Ja. Orbit Mint Fresh. Orbit mit Zucker, wenn du willst. Ah, oh Mist, ich hab wieder alles verklebt. Nee. Komm, was sind die Tietmerkenwürze Karamell? Wie kann denn das denn? Scheiße, was ist hier schon wieder passiert? Karamellverstopfung in den Triebwerken. Ach, Mann. Wenn man extra so einen extrem zuckersüchtigen, ich will jetzt natürlich nicht sagen, welche Körperfülle hat, wie das Markus. Und dann om. Er stinkt zwar dann draußen, aber der Dings ist frei. Alter. Die Fortress 2 war das Highlight überhaupt, als ich damals dann den Heavy genommen hatte und dann zum Heilen hatte ein Sandwich. Dann packt er das Sandwich aus, dann macht er om, delicious. Das ist so geil. Ich fand das richtig super. Tja, alle Spiele, die ich nicht gespielt habe, in meiner unglaublichen... Kostenlos inzwischen. Boah, schön mag sein, aber ich bin halt kein Shooter-Freund, Spieler. Ja, spielt Borderlands. Ja, aber irgendwie, ich bin nicht so der... Ach komm, das Spiel ist so abgefahren, da brauchst du keine klassischen Shooter-Skills. Ach so, ja gut, dann wie Unreal.
Ja, aber irgendwie brauchst du, er muss ja überhaupt erstmal die Tasten kombinieren, so ein bisschen mit Pros mitzuhalten zu können. Jetzt bei Unreal Tournament 2004, da gab es so coole Kombinationen wie unsichtbar machen und so schneller laufen, wenn man genug Adrenalin oder was es damals war, hatte. Tja, alles ewig her. Soll nicht irgendwann Unreal 4 rauskommen? Habe ich da nicht was gelesen gehabt? Das wäre mir zu unreal. Verdammt. Zur Stelle. Was würde man da bloß machen? Ja, was würde man da machen? Nackt Tango tanzen auf der Stange. Yay! Yeah. Ja, das ist aber auch voll schwierig, weil du darfst ja nicht von der Stange abrutschen. Ach so, ich dachte aber, mal... Es gibt dann den Hardmode, wo Vögel vorher drauf gekackt haben auf die Stange. Den Hardmode. Den Hardmode. Wo die Vögel auf seine Stange gegangen. Ah, Mann! Der Hardmode. Ach Gott! Nicht Hardmode, sondern Hardmode. Mhm, ihr versteht? Klick-Knack und so. Mann, ihr Fresse, heute geht's aber los hier. Ja komm, wir gehen mal schon mit. Ja, bestimmt. Jetzt hast du dö gemacht, jetzt sind wir getrackt. Oh verdammt. Du musst unbedingt ein Musikspiel spielen und mal sehen, was da für euch die Folgen hochladen kannst. Wahrscheinlich nur, wenn ich so viel laber. Ja, dass man gar nichts mehr hört, so Apparat vollkommen verwirrt. Um in Anbetracht der gegebenen Umstände. Geh mir einfach vor, die sitzen damit so einem alten Apparat die ganze Zeit vor, so ein Obi und hört sich alles an. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Leider sind die Umstände, riesigen Kopfhörer, denen wir uns kennenlernen, nicht glücklich. Wie bei den Simpsons. Im Hintergrund, nee, hier gibt es eine Frau gerade. Und die eigentlichen Inhaber und die eigentlichen Firmenchefs und alle möglichen anderen Mitarbeiter sitzen alle rum und popeln. Na, wie bei den Simpsons mit der Epa, ne? Ja, aber das ist South Park, hey, wir machen jetzt eine Firma, wir machen rein gar nichts. Beides zusammen. Sind wir dem Untergang geweiht. Fuck you! Innerhalb einiger Wochen erobert. Es muss eine Möglichkeit geben, das zu verhindern, Sir. Bestes neues Firmenlogo. Was Neues, was Ihnen gefallen wird. Ein neues Firmenlogo. Haben so der Redskin-Logo, einen Titten und einen Penis gemalt. Unsere Streitkräfte müssen mit den Vorbereitungen... Das ist so behindert. Ich glaube, der Großteil der Zuschauer, die South Park gut finden, die wissen, wovon du redest. Ja. Wir haben den Chaos-Trupp für diese Aufgabe. Eigentlich würde niemals South Park kommen. Der Chaos-Trupp hat diese Bedrohung für die Republik mit Stolz beenden. Die dritte Folge ist auch schon richtig gut. Ihr werdet einen Technikspezialisten herrlich. Einen Sprengstoffexperten brauchen. Der General und ich haben die gesamte Personal. Weißt du eigentlich, Markus, wenn du morgens aufstehst, wirst du auch jemanden getrackt? Die besten qualifizierten Spezialisten. Wahrscheinlich. So, hey, was? Ich kann nicht mehr sprechen. Jurassic Park-Geräusche. Dann werden deine Gedanken getrackt und dann kannst du nicht mehr denken und dann gehst du zur Arbeit. Das ist genau die richtige Einstellung. Absolut, Captain. Das erklärt auch, warum im Bus immer so eklig ist, weil alle alles voll sabbern. Markus ist ein ganz cooler übrigens, der sitzt im Bus immer voran. Klar. Vor. Ich weiß nicht. Ich sitze immer hinten im Bus, ich weiß auch nicht wieso. Den ganzen harter. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. So hinten ist gar nicht so schlimm. Ich sitze da, wo Platz ist. Geh mal nach ganz hinten. Ich habe keinen Bock, vorne zu sitzen. Wenn ich vorne einen Platz habe und hinten alles voll ist, ist mir das scheißegal. Hauptsache, ich kann sitzen. Besser schlecht gesessen als gut gefahren. Gestanden. So. Nee, ich stehe auch manchmal lieber. Es kommt darauf an, wie viel ich am Tag schon gesessen habe. Ja. Ist ja nicht so, dass wir den ganzen... Wir stehen ja den ganzen Tag beim Zocken, ne? Also von daher... Ja, vor allen Dingen, wir zocken ja nur und haben ja keine anderen Arbeiten, ne? Ja, ja. Voll reich und so. Ich blöder Mechaniker, bin total reich. Ja, ich dummer Student. Ja, das stimmt allerdings, dummer Student. Klappe. Ruhe auf den billigen Plätzen! Ja, wenn ich sehe, was alles ein Abi erreichen kann, finde ich schon sehr interessant immer wieder. Ja, Abi ist kein Auszeichnung für die. Ja, es ist eher so eine intelligente Auszeichnung, das Gefühl. Ja, das ist nicht, auch nicht mal unbedingt. Das Abi zeigt in manchen Fächern einfach nur, dass du auswendig lernen kannst. Punkt. Ey, du hast den einen Typen bei TV Total doch gesehen, der sein Abi gerade.
Hättest du mich vor 2 Jahren fragen müssen, da war Abi, da wusste ich das. Ach du Scheiße, da sieht man wieder, unser Schulsystem funktioniert super. Verwirren wir den Hüter, den Wärter, Wächter etwas? Wächter, Wärter, ich hab den. Ja, Wächter, Wärter, Hüter, ne? So. Nächste Folge geht's dann auf nach Balmoral. Jetzt ganz hinten der Sequenz gequatscht. Ja, egal. Egal, ist ja eh immer getrackt, auf jeden Fall. Ja, dann wird die Sequenz immerhin nicht getrackt. Nein! Hä? Aha. Ob ich hier wieder rauskomme aus der Ecke, wo ich nicht gestorben bin, aber deutlich unterhalb der Map bin? Toll. Ey, wir finden nur noch Bugs. Was ist denn hier los? Das werden wir in der nächsten Folge feststellen. In diesem Sinne euch nur einen schönen Tag. Bis nächste Mal und reingehauen. Jury und Yo, du kennst das Ganze und Markus isst gerne Kekse. Das tue ich. Okay, in diesem Sinne, tschüss, und ich habe wieder in diesem Sinne gesagt. Ja, tschö.